Ja, Servus miteinander. Heute wollen wir uns einen weiteren Devil's-Dick-Trick anschauen. Und zwar den folgenden Trick. Wir wollen den Devil's-Dick auf dem Handstab balancieren. Und genau das zeige ich euch heute, wie man damit anfängt, um da Schritt für Schritt ranzugehen. Zunächst benötigen wir euch erstmal nur einen Handstab. Und eben unseren Devil-Stick. Am Anfang halten wir den Handstab etwas weiter vorne, kurz vor der Mitte. Und stellen den Devil-Stick einfach mit der Hand drauf. So. Ich hoffe, man erkennt das. So kurz davor. Und dann probiert man ihn auszubalancieren. Und den drauf, lässt ihn los und achtet eigentlich immer auf die obere Spitze, also auf die obere Spitze des Devil Sticks. Und dann kann man ihn ausbalancieren. Je weiter man ihn dann nach vorne stellt, umso schwieriger wird das Ganze. Das heißt, man kann ihn auch irgendwann ganz nach vorne stellen. Und um das Ganze noch schwieriger zu gestalten, kann man dann auch einfach weiter hinten anfassen. Dann muss man schon ein bisschen stark ausgleichen. Ganz einfacher Mechanismus, den man nur lange üben muss, den man zunächst aber auch mit einem sogenannten Flower Stick üben kann. Der Vorteil ist, er ist hier an den Seiten deutlich größer und durch die Puschel, durch die Flower an der Seite lässt er sich deutlich besser aufsetzen. Außerdem ist er etwas kleiner und das Gewicht nicht ganz so hoch. Locker aufsetzen. Und damit einfach mal eine Weile stehen, vielleicht sich auch ein bisschen bewegen. Vielleicht mal eine halbe Drehung nach links und wieder zurück nach ganz nach rechts. Und wenn man das raus hat, kann man probieren, ihn auch mal hochzuwerfen. So fest man ihn so in der Mitte ungefähr. Lässt ihn leicht drehen und kippt ihn dann hoch. Also eigentlich ganz leicht. Man setzt ihn erstmal von Hand in die Mitte. Sollte relativ gut ausbalanciert sein. Dann verrutscht man ein kleines Stück, das heißt, ich hoffe, man kann es erkennen. Man setzt ihn in die Mitte. Und es reicht schon die Drehung des Handstabs, die leichte Drehung des Handstabs, damit er nicht mehr in der Mitte sitzt. Und schon kippt der ganze. Und bevor er diese Abwärtsbewegung macht, also ich zeige es nochmal, in die Mitte aufsetzen, drehen. Und bevor er den Sturz hinlegt, wirft man ihn kurz hoch. Das heißt, mittig aufsetzen, leicht drehen und kurz davor hochwerfen. Und dann fängt man ihn eigentlich automatisch unten hochwerfen. Er landet dann schon so gerade, dass man ihn unten perfekt fangen kann. Das Ganze kann man jetzt mit zwei Handstäben machen. Das heißt auch zum Beispiel aus dem Grundschlag, aus dem Propeller. Würde ich empfehlen, wir fangen ihn einfach so haltend. Eben einmal in die Mitte. Lassen ihn hochziehen und werfen ihn hoch. Für den Flower Stick gibt es noch eine ganz nette Variante. Man kann den Handstab unter der Blume ansetzen. Dabei hält er automatisch schon. Kann hochwerfen. Kann das Ganze hochwerfen und unten fangen. Also man kann das hier halten, hochwerfen,
Frage. Finde ich für den Flower Stick eigentlich eine recht schöne Variante. Kann ihn halten, hochwerfen, runter. Halten, hochwerfen, runter. Die Möglichkeit ist beim Devil Stick nicht gegeben. Beim Devil Stick können wir Anfang des Spiels sehen. Egal aus welchem Muster. Einfach so halten, wieder in die Mitte gehen und hochwerfen. Das heißt, in die Mitte gehen, leicht verdrehen, damit man außer mittig hält. Also in die Mitte gehen, leicht verdrehen, hochwerfen und damit die Alpha fangen. In die Mitte, leicht drehen, in die Mitte, leicht außer mittig, in die Mitte, schon leicht, also wieder. Und hoch. Das kann man hier drehen und kann zum Beispiel in die Kreissäge übergehen. Was ich ganz gern mache. Viel Spaß beim Üben und wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Wenn dir das Video gefallen hat, dann zeig mir das doch mit einem Daumen nach oben. Teile das Video mit deinen Freunden. Und um keine weiteren Videos mehr zu verpassen, darfst du mich gerne auch abonnieren.